Im Finanzministerium schreiten Minister Markus Söder in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens München und die Abgeordneten der Airport Company South Africa, ACSA, zur Tat. In Zukunft wollen die Münchner und die ACSA noch enger in den Bereichen IT, Sicherheit und Immobilienentwicklung zusammenarbeiten. Daher wird ein bereits bestehendes Kooperationsabkommen nun erweitert. Südafrika ist sehr stabil. Wir haben jetzt schon sehr viele Flugverbindungen hin, 14 Flüge die Woche gehen dorthin. Und wir erweitern jetzt diesen Ausbau und zwar auch zum Nutzen des Flughafens Münchens. Wir sind Berater. Wir helfen dabei, einen Flughafen technologischer, ökologischer zu machen, profitabler zu machen. Insofern verdienen wir daran Geld und erschließen gleichzeitig einen neuen Markt. Zwischen den beiden Flughafenunternehmen besteht bereits seit Oktober 2015 eine enge Zusammenarbeit. 450 Münchner Flughafenmitarbeiter wirkten seitdem am Austauschprogramm mit dem ACSA mit. Wir haben ja schon vor kurzem ein Informationssystem, was der Flughafen München entwickelt hat, nach Südafrika verkauft. Das kann man jetzt übrigens auch in Johannesburg und in Kapstadt benutzen. Und wir wollen, das ist so die weitere Perspektive, gemeinsam in andere afrikanische Länder gehen und gemeinsam dort beraten und die Flughafenentwicklung vorantreiben. Die Airports Company South Africa betreibt 9 Flughäfen in Südafrika, darunter die großen internationalen Airports in Kapstadt, Johannesburg und Durban. Im vergangenen Jahr reisten 140.000 Passagiere von München aus nach Südafrika. Jeder vierte war ein Geschäftsreisender. Well, strangely enough, we didn't choose you, you chose us. Wir haben euch nicht ausgesucht. Es war genau umgekehrt. Der Münchner Flughafen kam auf uns zu. Darüber waren wir sehr erfreut. Es ist mittlerweile gang und gäbe, dass Flughäfen in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten. Wir haben gehört, dass München nur mit den besten Flughäfen zusammenarbeitet. Beijing, Denver in den USA und Singapur. Und wir wurden jetzt von allen afrikanischen Flughäfen als führender Flughafenpartner auf dem afrikanischen Kontinent ausgewählt. Die Sister Airport Agreements genannten Kooperationen bestehen mittlerweile zu 6 anderen internationalen Airports. Künftig werden die Aufgabenfelder erweitert um Marketing, Parkplatzkonzepte und Dienstleistungen. Südafrika ist mit Abstand das stärkste Land wirtschaftlich auf dem afrikanischen Kontinent. Hier sind wir dann mit 9 Flughäfen in der Verbindung. Es hat sich über längere Zeit schon ein Kontakt ergeben. Erster Austausch, jetzt wird er vertieft. Es passt einfach so, ja, weil auch viele Bayern gerne in Urlaub fahren nach Südafrika und wir sehr viele Unternehmen haben, die dort tätig sind. Wir gehen ja dann mit den Südafrikanern zum Beispiel nach Malawi, zum Beispiel nach Gabun oder zum Beispiel nach Kamerun. Das ist jetzt genau das Thema, was wir jetzt bearbeiten wollen. Und ich bin da relativ zuversichtlich, dass wir da jetzt bald auch schon sozusagen einen weiteren Schritt machen können. Der Kooperationsvertrag mit der ACSA ist zeitlich unbefristet. Der Flughafen München als weltoffener Drehkreuzflughafen hat damit Sister Airport Agreements auf allen Kontinenten.